Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich, wie man einen Raspberry Pi 4 Modell B in Betrieb nimmt. Dazu werde ich das Betriebssystem Raspberry Pi OS auf eine MicroSD-Karte schreiben. Diese wird später in den Raspberry Pi eingesteckt, sodass der schon startbereit ist. Ist das soweit geschehen und die Karte eingesteckt? So kann man das Ganze in Betrieb nehmen. In meinem Fall ist es so, dass ich sofort mit dem Router kommunizieren kann, also sofort eine Internetverbindung zur Verfügung steht. Über ein HDMI-Kabel habe ich einen Monitor angeschlossen und ich kann auch schon nach der Inbetriebnahme via Bluetooth mit einer Tastatur und einer Maus kommunizieren. Zunächst einen Blick auf das fertige Gerät im Gehäuse. Wir sehen hier in Blau die USB 3-Verbindung, in Schwarz USB 2 und den LAN-Stecker. Auf dieser Seite sehen wir den Stecker für die Stromversorgung, zwei HDMI-Anschlüsse und einen Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite wird die SD-Karte eingesteckt. Das ist eine recht fummelige Angelegenheit. Beim Wiedereinstecken kann es durchaus passieren, dass man die SD-Karte quasi ins Gehäuse wirft. Da muss man also sehr genau hinschauen. Außerdem sollte man in keinem Fall das Gehäuse öffnen und den Raspberry Pi entnehmen, während die SD-Karte eingesteckt ist. Die geht dann dabei nämlich kaputt. Im Folgenden zeige ich nun, wie ich die SD-Karte mit dem Betriebssystem versehe. Dafür gehe ich auf raspberrypi.com, dort auf Software und Download for Windows. Hier kann ich nun einen sogenannten Imager installieren. Das werde ich auf meinem Computer vornehmen. Bei mir ist das bereits geschehen, so dass ich jetzt nur noch den Imager starten muss. Ich wähle nun die SD-Karte aus, die ich bereits in den Schacht geschoben habe. Wähle das Betriebssystem aus. Das ist bei mir ein 64-Bit-Betriebssystem. Ich kann nun weiter unten hier noch bestimmte Einstellungen vornehmen. Darauf verzichte ich und starte einfach. Dabei werden die Daten auf der SD-Karte überschrieben und der Installationsvorgang beginnt. Am Ende des Vorgangs wird mir angezeigt, dass die Karte erfolgreich beschrieben wurde und sie aus dem Schacht gezogen werden kann. Sie ist nun betriebsbereit. Ich habe jetzt einen Monitor angeschlossen, eine Tastatur und eine Maus bereitgestellt und den Raspberry Pi eingeschaltet. Daraufhin wird der Raspberry Pi hochgefahren und die Inbetriebnahme kann beginnen. Wir sehen hier die erste Reaktion. Das ganze Spielchen dauert nun eine Weile. Ich bekomme einige eindeutige Anweisungen. Ich kann hier zum Beispiel meinen Standort eingeben, Deutschland. Das sollte ich auch tun, damit die Tastatur mit dem richtigen Layout betrieben wird. Ich wähle nun also hier Germany aus. Kann schon auf Next klicken. Es dauert nun wieder eine Weile. Und ich kann einen Usernamen und ein Passwort angeben. Das muss ich tun. Ich wähle hier also einen Usernamen und ein Passwort. Habe ich das getan, so wird das System versuchen, ein WLAN-Netzwerk aufzufinden. Ich kann nun das WLAN auswählen und das zugehörige Passwort eingeben. Ist das geschehen, so wird die Verbindung zum Netzwerk hergestellt. Ist die Verbindung zum Netzwerk hergestellt? So werde ich danach gefragt, mit welchem Browser ich später arbeiten möchte. Ich entscheide mich hier für Chromium. Anschließend wird das Ganze installiert und es wird ein Update durchgeführt. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die Tastatur in meinem Fall automatisch erkannt wurde, ohne dass ich irgendwas dazu tun musste. Sollte das nicht so einfach klappen, so sollte man eine USB-gebundene Kabeltastatur verwenden, mit der das Ganze dann sicher funktionieren sollte. Es geschieht nun ein Update.
ist das Update vollständig aufgespielt. So wird das ganze System rebootet und gestartet. Nach dem Start steht mir also ein voll funktionsfähiger Computer zur Verfügung. Ich werde jetzt einmal den Browser starten, den Chromium-Browser. Daraufhin wird automatisch die Seite von Raspberry Pi aufgerufen. Schnell ist das System nicht, das ist aber hier auch nicht zu erwarten. Wir sehen hier die Seite von Raspberry Pi, das heißt, die Internetverbindung steht hier schon vollständig zur Verfügung. Oben links in der Ecke kann ich auch zu dieser Menüführung wechseln und dort ein Office-Paket und viele andere Software installieren. Hier steht mir LibreOffice, ein Open-Source-Office-Projekt zur Verfügung, das ich auf diesem Computer nun installieren kann, womit ich eine ständige Office-Anwendung fahre. Man sollte am Ende auf gar keinen Fall vergessen, das Gerät ordnungsgemäß herunterzufahren und so lange ab ein Lämpchen auf dem Raspberry mehr leuchtet. Denn sonst wird man beim Abnehmen der Spannung das Gerät zerstören. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.